habe früher Fußball gespielt, sehr intensiv. Und ich war Verteidiger eine lange Zeit und hatte in dieser Zeit Hans-Peter Briegel als eines meiner Vorbilder. Die Walz von der Pfalz, ein Monster von Verteidiger mit runtergerollten Stulpen, keine Schienbeine, eine beängstigende Erscheinung. Und ich wollte so spielen, so sein wie Hans-Peter Briegel. Dieses Wunschdenken und die Realität waren dabei sehr weit auseinander, weil ich mein dünner Spargel in keinster Weise vergleichbar in der Statur war wie Hans-Peter Briegel. Vorbilder helfen uns zu finden, wer wir sind, indem sie Eigenschaften aufzeigen, an denen man sich orientieren möchte. Vielleicht sagen, ich möchte auch so sein. Oder auch Eigenschaften aufzeigen, die man nicht haben möchte. Und sie helfen uns auch zu lernen. Man sieht bei anderen Menschen, wie sie in bestimmten Situationen reagieren. Man kann sich dann sagen, okay, das möchte ich auch gerne so machen. Und kann das dann in einer nächsten Situation dann auch so anwenden. Vorbilder helfen uns zu werden, wer wir sind, indem sie uns Möglichkeiten aufzeigen. Und das kann in der frühen Kindheit die ganze Person sein. Und ein Kind kann sagen, ich möchte sein wie Lionel Messi. Und dann zieht man sich so an wie er, man hat die Haare so wie er, man hat die Wände voller Poster, man schläft in einer Decke mit ihm drauf. Und je älter man wird, desto weniger ist so die einzelne Person als Ganzes im Vordergrund, sondern eher Eigenschaften, die diese Person hat. Und an denen orientiert man sich. Ja, vielleicht den einen Trick, den Lionel Messi kann, den ich noch nicht kann, den möchte ich gerne lernen. Das heißt, es zeigt ein gewisses Potenzial auf, in welche Richtung ich mich noch entwickeln kann und auch entwickeln möchte. No such person. No such zone. Ein anderes Idol, Vorbild ist Elvis Presley. Auch wieder der Bühnenaspekt, sich auf eine Bühne zu stellen und etwas an die Menschen weiterzugeben mit dieser Energie, mit dieser Präsenz, wo ich auch denke, das ist etwas, was man in der Kommunikation als Lehrperson, die wir an der Universität auch sind, durchaus mitbringen könnte. Nicht Elvis als ganze Person, aber diese Präsenz, dieses Fokussiertsein auf den Moment, das kann dem einen oder anderen Dozierenden durchaus gut zu Gesicht stehen. Vorbilder können ein Leben lang eine Rolle spielen. Müssen nicht unbedingt. Ab einem gewissen Alter ist man vielleicht weniger in der Lage zu sagen, ich habe diese Person als Vorbild. Sondern es sind dann noch Eigenschaften, die man vielleicht weiterentwickeln möchte. Wo man selbst noch bei sich Potenzial sieht oder wo man vielleicht auch gesagt wird, du, da ist noch Potenzial. Und dann hat man Personen, an denen man sich orientieren kann. Das heißt nicht, dass jeder noch Vorbilder hat bis ins hohe Alter, aber man kann sich ja durchaus die Eigenschaften von anderen Personen noch anschauen und überlegen, das ist eigentlich was Gutes. Das könnte ich versuchen zu verändern.